Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Break Funtime. Und heute haben wir das Lego Jurassic World Magazin und zwar die Nummer 38. Das Ganze ist diesmal für 5,99 Euro erschienen. Wir bekommen hier tolles Lego Set DNA Labor mit Raptor. Das Ganze sieht dann so aus. Auch der ist wieder einer dieser kleineren, also ein Baby Raptor. Und zudem gibt es noch hier eine limitierte Karte, die LE2 Power Indominus Rex. Ja, der Preis 5,99 Euro. Ich glaube, wir hatten uns jetzt alle an den neuen Preis 5,50 Euro gewöhnt. Naja, und jetzt sind wir bei 5,99 Euro angekommen. Und das ist jetzt auch das dritte Magazin mit diesem Preis. Wir hatten gestern das Spider-Man-Magazin, jetzt das Jurassic World-Magazin und das Batman-Magazin liegt auch bei 5,99 Euro. Für mich persönlich jetzt sehr schockierend. Innerhalb von 3 Monaten gehen die Magazine um 1 Euro hoch. Das Kuriose ist, aktuell im Handel gibt es noch Wundertüten für denselben Preis wie ein Magazin. Naja, ich würde sagen, ich entferne mal die Extras und wir schauen uns alles einmal hier in Ruhe an. So schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten hier mit der limitierten Karte Nr. 2 Power Indominus Rex. Sieht auf jeden Fall mal wieder richtig cool böse aus. Zu den Werten kann ich euch leider nicht viel sagen, aber ich finde es cool, dass das hier wenigstens weiterhin ein Kartenspiel ist und nicht nur Sammelkarten. Dann haben wir hier unser Lego Extra. Wieder unverständlich, das hier war wieder mit Tesafilm befestigt. Wir sehen es hier und auch ein bisschen am Magazin. Von allen Dingen, weil die Karte haben sie mit ihrem typischen Blue Ocean Kleber festgemacht und der ließ sich auch wirklich super lösen. Unser tolles Lego Set, wie es hier angepriesen wird, DNA Labor mit Raptor. Das Ganze besteht aus 37 Teilen für Kinder ab 6 plus ist das empfohlene Alter. Für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr der Kleinteile. Schauen wir uns später noch einmal in groß an. Jetzt zuerst mal zu unserem Magazin selbst. Wir sehen es hier, so einen leichten Streifen, weil das extra mit Tesafilm befestigt war. Wir sehen jetzt ein wenig mehr. Wir bekommen auf jeden Fall 2 coole Poster, was auch hier wieder ein Wendeposter ist und ein starkes Comic, 12 Seiten. Auch wieder ein richtig cooles Cover haben sie hier gewählt. Das neue Design, was wir jetzt schon ein bisschen länger haben, gefällt mir auch weiterhin unheimlich gut. Dann blättern wir das Ganze einmal auf und wir sehen hier, bald gibt es Kleidungsstücke für die Kleineren unter uns bei Kick. Rechte Hand haben wir dann das Inhaltsverzeichnis und direkt hier ein kleines Quiz oder Denkspiel mit eingebaut. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, hier haben wir ein Comic drin, wieder in 2 geteilt. Die Hotdog-Pflanze ist auf jeden Fall wieder sehr cool gemacht. Hier gibt es direkt mal ein paar Infos über unser heutiges Set und direkt drunter wieder was zum Denken. Ein bisschen Mathe am Wochenende ist immer ganz gut. Dann, wie gesagt, startet unser Comic. Wie gesagt, unser Extra kommt auch im Comic drin vor, wie wir hier direkt sehen. Sowas gefällt mir dann auch immer sehr gut, wenn sie das Magazin um das Extra rumbauen oder halt genau umgekehrt, dass wir das Extra im Comic wiederfinden. Hier mal wieder eine Dino-Akte mit dem Allosaurus. Da erfahren wir wieder allerhand über den Dino. Klar, erstmal wie er aussieht, natürlich was er ist, wie groß und sämtliche Fähigkeiten von ihm. Zudem gibt es dabei nochmal passend ein Rätsel. Dann, was mir persönlich ja auch immer sehr gut gefällt, hier gibt es wieder eine Umfrage, wie ihr die Magazine findet, beziehungsweise ihr könnt sie dann bewerten. Hier geht es leider nur ums eine Magazin und was ich sehr schade finde, über den Preis kann man sich leider nicht äußern. Es gibt hier auch keine Zeile mit sonstigen, wo man auch irgendwas eintragen kann. Dennoch, ihr füllt hier einmal eure persönliche Meinung aus, schickt das zu Blue Ocean. Das Ganze allerdings nur bis zum 4. Juli und ihr habt die Chance, insgesamt 4 Sets zu gewinnen. Dann kommen wir hier zu den 2 Postern, wie gesagt, Wendeposter. Auf der ersten Seite mit dem Titel Schwimmen verboten sehen wir natürlich erstmal einen schwimmenden Dino, ein paar Haie mit dabei. Ja, und ganz ehrlich, hier wollte ich auch nicht unbedingt schwimmen gehen, aber ist auf jeden Fall gut gemacht. Die zweite Seite gefällt mir dann noch ein bisschen besser. So sieht die untere Hälfte aus. Hier links ein paar Kratzer und oben rechts auch nochmal ein paar Kratzer. Und dann haben wir hier, ich würde sagen, es ist ein T-Rex. Einfach nur die äußeren Ränder so in diesen Neonfarben gehalten. Ist mal was anderes und dadurch gefällt es mir auch eigentlich recht gut. Dann Werbung zum Abo. 9 Ausgaben für 49,50 Euro.
dann, was Sie ja gerne machen, Sie werben ja indirekt hier fürs Set, das passiert hier auch. Und hier ist eine coole Sache, die ich euch gerne zeigen würde. Wir haben jetzt wieder hier so ein Baby-Dino mit dabei. Dann haben wir hier den normalen Raptor, also Baby-Raptor. Den Raptor, den haben wir auch schon bekommen. Und jetzt sehen wir hier noch ein Dino und da noch ein Dino, die auch ein bisschen kleiner sind. Ich hoffe, dass wir die irgendwann auch mal hier im Magazin bekommen. Über die zwei Minifiguren würde ich mich auch mal freuen. Das Ganze ist ja natürlich hier wieder in ein Rätsel verpackt. Dann haben wir hier, ja, das Spiel der Spiele. Das Ganze nennt sich Volltreffer. Wie funktioniert das Ganze? Ihr braucht einen Mitspieler, drei Filzstifte in verschiedenen Farben. Und dann, es erinnert mich so ein bisschen, naja, sage ich mal, an meine jüngeren Zeiten. Man soll sich vor das Magazin stellen, die Augen schließen, sich dreimal drehen und dann mit dem Stift mit geschlossenen Augen absenken. Und dann werden die Punkte zusammengezählt. Also, mir fallen da lustige FSK 18 Spiele ein. Das Ganze geht dann über 5 Versuche und pro Runde dürft ihr im Prinzip dreimal mit dem Stift draufdrücken. Naja, auf jeden Fall mal lustig gemacht, mal was anderes gemacht vom Spiel her. Dann eine Aufbauleitung für unsere 37 Lego-Teile, das heutige Extra. Die haben sie auch wirklich coole Teile benutzt und sich auch mal was einfallen lassen, wie hier der PC-Terminal, sage ich mal, wie sie den zusammengebaut haben, ist schon recht cool. Dann nochmal ein kleines Rätsel da unten mit dabei. Und so geht es hier auch weiter mit 2 Seiten. Unterschiedlichste Rätsel, die wir hier absolvieren können, sind auch wieder gut gemacht. Wie gesagt, das Rad wird hier nicht neu erfunden. Ja, damit sind wir jetzt mit unserem ersten 6 Euro Lego Jurassic World Magazin durch. Jetzt sehen wir die Vorschau fürs nächste Magazin. Und da bekommen wir, ja cool, ach nee, ah, verlesen. Ja, also wir bekommen hier den Raptor. Das ist wieder die größere Variante und es scheint vom Farbschema doch genau derselbe zu sein, den wir beim vorletzten Magazin bekommen haben. Und den Labortisch. Also hier die gute Labordame ist leider nicht mit dabei. Also es handelt sich nur um unseren Raptor plus den Labortisch. Das Ganze soll dann am 5. Juli erscheinen. Von einer limitierten Karte steht hier nichts und auch nichts vom Preis. Das werden wir uns dann am 5. Juli anschauen, wie sich da der Preis weiterentwickelt oder auch nicht. Und selbstverständlich das Extra. Ja, so viel zum Magazin. Wieder super gemacht. Von allen Dingen das Spiel finde ich sehr lustig von der Idee her. Und jetzt schauen wir uns mal unser tolles Lego-Set, den Alabor mit Raptor an. Wir bekommen hier 37 Steine und wenn wir im ersten Moment mal den Beutel ausschütten, haben wir relativ viel in der Hand. Es sind hier auch wirklich stellenweise richtig große Steine mitverwendet worden. Die Steineauswahl an sich ist wirklich sehr gut getroffen. Wir haben coole Farben mit dabei. Das Ganze lässt sich auch wunderbar zusammenbauen mit 15 Bauschritten, die wir hier detailliert bekommen. Was ich dann auch wirklich klasse finde, dass wir hier gleich 2 Fenster mit gelben Scheiben bekommen, sowie insgesamt 2 bedruckte Fliesen, einmal als Tastatur, einmal als Monitor, dann noch eine Spritze und unser kleiner Baby-Raptor. Also wirklich ein gelungenes Lego-Extra, muss man mal sagen, wie es ist. Und dann fasse ich nun einmal kurz zusammen, was wir hier bekommen haben in unserem Lego Jurassic World Magazin, der Ausgabe Nummer 38. Das Ganze kostet uns mittlerweile 5,99 €. Wir bekommen hier ein tolles Lego Set, den Alabor mit Baby Raptor. Das Ganze besteht aus 37 Teilen, lässt sich wirklich toll zusammensetzen, sieht optisch klasse aus und wirklich ein paar tolle Steine mit dabei. Zudem bekommen wir die limitierte Karte Nummer 2, den Power Indominus Rex im Magazin selbst. 2 coole Poster, was auch hier wieder nur ein Wendeposter ist, 12 Seiten Comics, ein paar coole Missionen, ein paar lustige Rätsel. Aber das Coolste ist einfach mal das Spiel, wo man sich mal mit bewegen muss. Gefällt mir doch unheimlich gut. Diese Ausgabe. Aber nach wie vor steht einfach dieser Preis im Raum, 5,99 €. Und da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt, was ihr von dem Magazin haltet und auch von dem Preis. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Hogi.